Der Vampirologe und Universitätsprofessor Dr. Köppel ist auf dem Weg in das steirische Schloss Oberfalzberg. Er folgt zwei Spuren aus der Vampirliteratur, die Hinweise auf diese Ruine als Originalschauplatz geben könnten. Bei seinen Nachforschungen möchte er diesmal kurz den Pfad der Wissenschaft verlassen und trifft ein Medium, welches verstorbene Seelen sehen kann. Wenn man jemanden hat, der mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen kann, dann kann der oder die vielleicht vampirische Spuren spüren. Ja, es könnte ja sein, es gibt ja Menschen, die behaupten das und jede Religion behauptet das. Es gibt ja Jenseits, da kann man beten und Kontakt mit den Verstorbenen aufnehmen. Die Grenze von Wissenschaft und Pseudowissenschaft ist ja nicht immer klar zu ziehen. Die Wissenschaft entwickelt sich ja immer weiter und was heute als Aberglaube oder als esoterisch gilt, kann ja morgen als Wahrheit gelten. In der Zwischenzeit stimmt sich Petra Berchtaler nahe Knittelfeld auf das Treffen mit Herrn Professor Köppel ein. Sie beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit ihren mentalen Kräften. Ich stelle mich als Petra zur Seite, damit die Antworten klar und deutlich durchkommen können. Es geht mir nicht nur um einen Vampirismus, also meine Arbeit hat hauptsächlich mit verstorbenen Seelen zu tun und das, was ihr mit Vampirismus, die Person eben verbindet, ist für mich eine ganz normale verstorbene Seele, die irgendwann einmal gelebt hat und die, wenn sie bereit ist, dann kommt, wenn ich sie rufe. Ich kann nicht feststellen, ob es dort nach Vampiren riecht, ob dort vampirische Strahlungen sind. Das kann ich als Wissenschaftler nicht machen. Das Channeln mit dunklen Kräften ist auch nicht ganz ungefährlich und sollte laut Petra nur durch erfahrene Medien praktiziert werden. Die Dunkelheit kann wirklich im Menschen teilweise drinnen bleiben oder eben, dass demjenigen dann wirklich schlecht geht. Und ich war da mal dabei und habe das erlebt und man sollte es wirklich nicht Sachen rufen, wo man nicht weiß, was dann damit ist. Hallo, grüß dich. Hallo, hereinspaziert. Dankeschön. Bitte geradeaus. So, darf ich da vorgehen? Ja, bitte. Wie geht's jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, wir werden jetzt einmal fahren, wir werden dort einmal schauen. Von dem her, ich muss nicht viel wissen. Okay. Denn. Weißt du, wo wir hinfahren? Nein. Willst du das wissen? Ja. Oder soll man mit verbundenen Augen? Nö. Und die dann aus dem Auto rausschmeißen und sagen, jetzt spür mal was. Nein. Wir fahren nach Falzberg auf die Ruine. Okay. Die haben wir ausgesucht. Die kenne ich nicht. Ich auch noch nicht. Mhm. Das ist, nach unserem Koordinatensystem, ist das eine, die ein heißer Kandidat ist. Okay. In der Steiermark bricht Universitätsprofessor Dr. Köppel gemeinsam mit Petra zur Ruine Oberfalzberg auf. Die Aufzeichnungen über die Burg reichen bis ins Jahr 1100 zurück. 1789 wurde diese vom Blitz vollkommen zerstört. Das deckt sich auch mit dem Vampirroman von Bram Stoker. Umso näher Petra der Ruine kommt, umso stärker spürt sie negative Schwingungen. Petra, spürst du schon was? Ja, beim Reinfahren schon. Merkt man schon, dass sich die Energie verändert hat, dass da was ist. Und jetzt werden der Rainer und ich uns einmal den Platz drinnen anschauen, wie wir fühlen, wie das weitergeht. Schauen wir uns einmal das an. Ja. Das alte Gemäuer. Das ist, wenn verstorbene Seelen oder geistige Wesenheiten da sind, wird es recht kühl. Und genauso, wenn man eben zum Beispiel Körperthema hat, dann wird es am Körper warm. Und so wie jetzt, wenn man Besuch hat, also wenn was da ist, dann fröstelt es einem immer so. Merkt man, dass es deutlich kühler wird. Die Frage ist, ob man da jetzt reinkommen. Betreten des Grundstücks verboten, da ist einmal zugesperrt. Das ist aber offen. Das ist offen? Aha. Das ist der Keller. Gehen wir zuerst um den Innenhof, bevor wir uns da reintrauen. Du hast ja viel drüber gelesen, warst du nie da? Ja, ich hab mir gedacht, das ist. Habe ich doch nicht. Das ist nicht der Keller. Sehr gut. Schaut aber aus wie richtig gefühlt. Okay. Hallo, Christi. Der Burgverwalter und Haustechniker Bernd Fauland hat die beiden schon erwartet. Petra war noch nie vor Ort und kennt auch nicht die Geschichte über die gesuchte Vampirin. Bereits beim Betreten spürt sie zahlreiche Seelen von Verstorbenen.
Ich möchte gern bitte auf diese Bühne mal raufgehen, wenn ich darf. Darauf, gehst mit, ja. Mit mir? Ja, ja, ja. Du bist jetzt praktisch so ein Vampir-Wünschelrutengänger. Irgendwo schlagt es dann aus vielleicht. Zuerst muss sich Petra orientieren. Untote drängen bereits zu ihr und füllen sie mit Informationen. Fühlt sich nicht so gut an. Irgendwie einengend. Eine Schwere ist da. Gibt es eine Burgkapelle? Hat es jemals eine Kapelle gegeben? Es ist in dieser Form nicht. In dieser Burg nicht bekannt. Muss es gegeben haben, hat es war sicher Herrinnen. Gegeben. Es war eine Herrinnen. Mhm. Es muss eine Kapelle da gewesen sein. Also ich habe Information gerade bekommen, es war eine Kapelle da. Vielleicht sogar da. Ist da etwas drinnen? Innen drinnen? Bitte? Ist da irgendwas innen drinnen? Das sind nur unsere, also nicht mittelalterlichen Räume, wie auch immer. Aha, okay. Also ist da ein Altar drinnen? Irgendwas, was altarähnlich ist? Bekommst du auf das? Ich fühle das. Stimmt, ja. Ja? Da war eine Kapelle drinnen. Komisch was schon, ne? Da, ja, ich weiß, dass immer Altar drinsteht, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt geschichtlich bezogen hat oder wirklich, dass ich gespürt hat, dass einfach so eine Einrichtung drinsteht, ne? Oder eine Institution. Für was sind Zwecke immer? Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt da herumgehen und du dir den Platz suchst, wo du dich am wohlsten fühlst. Und sagst, das ist am stärksten. Am wohlsten ist gut gesagt. Oder am, ja, okay, wo ich am meisten spüre. Wo das Signal also, am stärksten ist. Da herum sind Menschen ermordet worden, da. Gefoltert. Es war eine Zwingeanlage, ein Gefängnis der Stadt. Es war ein Stadtgefängnis? Ja, selbstverständlich. Also erst um im 16., 17. Jahrhundert. Aber das heißt, das stimmt, was Sie spüren. Sie sagt, dass Ort ein Menschen gequält und richtig, gefoltert worden. Es war ein Ort der Gerichtsbarkeit. Ja. Ja. Ich muss jetzt dann wirklich mit richtig in den Kanal reingehen, dass wir mit der dementsprechenden Person Kontakt aufnehmen können. Denn es sind sehr viele da ermordet worden. Petra errichtet mit ihren Kristallen ein Schutzfeld vor bösen Seelen. Na, schwer fassbar ist das nicht. Das ist nur, sag ich, die Grenze der Wissenschaft ist jetzt überschritten. Also die Grenze der aktuellen Naturwissenschaft ist überschritten. Quantenphysik weiß ich nicht, das könnte nur, so könnte ich nur argumentieren. Aber es ist ein interessantes Experiment. Also es führt sicher zu einer subjektiven Wahrheit. Petra, warum schüttest du jetzt schon die Weiterstücke an? Was machst du erst, wenn du... Ich bereite es vor und ich werde dem Hausherrn eines geben auch. Warum gerade dem Hausherrn? Ich glaube, er braucht es. Er braucht es. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Auf der Burg Oberfeuzberg beginnt Petra über Channeling mit einer Vampirin Kontakt aufzunehmen. Und lasse diese beiden Energien fließen. Hier werden so viele Seelen, die gerne kommen würden. Um ihre Geschichte zu erzählen. Wen genau möchtet ihr sprechen? Ich möchte wissen, ob es jemanden gibt, der sich in der Figur der Camilla von Karnstein, so wie die in der Literatur beschrieben worden ist, wiedererkennt. Also eine steirische Vampirin, die vor allem es auf junge Mädchen abgesehen hatte. Es zeigt sich eine Frau mit dunklem Haar, schlanker Statur. Geflochtenem Haar. Wo ist sie im Moment? Sie steht da. Als Medium arbeitet Petra nun seit mehreren Jahren und bestreitet damit ihren Unterhalt. Mit welcher Seele sie heute in Kontakt treten soll, hat sie erst vor kurzem erfahren. Wenn man jetzt diese Frau mit einem Tier vergleichen würde, oder sie sich selbst, mit welchem Tier würde sie sich vergleichen? Was wäre so ihr Totemtier? Sie zeigt mir einen Tiger oder einen Puma. Schwarzen Puma. Mit gelben Augen. Warum lachst du da nicht? Das ist jetzt unglaublich. Das überrascht mich jetzt, weil in der Geschichte Camilla beschreibt der Sheridan Le Fanu aus der Sicht des Mädchens Laura die Vampirin Camilla als Panther-like. Also wie ein Panther. Wie eine große Katze, geschmeidig wie eine Katze. Sie geht wie eine Katze. Das wäre jetzt genau diese, das wäre eine überraschende Entsprechung. Sie möchte, dass es authentisch für dich ist, dass du weißt, dass sie da ist. Sie hat ja als Kind schon Lust, in
Fleisch zu beißen, Fleisch zu saugen. Hast du dazu eine Frage? Hat sie auch Menschen gebissen? Ja. In alle Körperstellen, was man sich vorstellen kann. Wofür? Was hat die gemacht? Sie hat Menschen ermordet. Regelblut getrunken, zum Beispiel. Sich eingeschmiert mit Blut. Wie wenn das Blut erfrischend wäre. Für die Haut gesund. Es ist nicht die Batterie, die da jetzt reinfunkt, wie wenn man mit der Fernbedienung sich durch das Programm zappt. Sie sagt, wenn du willst, kann sie auch kommen. Na, vielen Dank. Ja, danke für das Angebot. Wie geht's dir? Für mich ist es neu, dass der Schlossgeist weiblich sein sollte. Aber möglich, ja. Also wir haben eine andere Vorstellung gehabt. Ich hab's glaubt, das ist ein Mann. Ja, aber aus touristischen Gründen braucht sie einen Schlossgeist. Also du müsstest ja eher sagen, nein, brauchen wir. Bitte polter regelmäßig. Dass es einen männlichen Hausgeist gibt, das stimmt. Das kann ich noch mal bestätigen. Und der bleibt auch. Das ist schön. Aber ich bin mit meinem Burgeist ehrlich gesagt gut arrangiert. Wie? Das ist, wenn ich aufkomme, dass ich ihn grüße, wie auch immer. Schön, dass du da bist, wie auch immer. Dass jedem sein Reich gegeben ist. Ne? Das heißt, du spürst schon was. Sicher? Ja. Der Beweis für die Existenz der steirischen Vampirin Camilla in Obervoitsberg steht noch aus. Gibt es da drüben jemanden, der sagt, ich habe was mit diesem Ort hier zu tun, ich wurde hier gepfählt? Diese Seele, die vorher da war, die wurde hier gepfählt. Die wurde hier an diesem Ort gepfählt. Warum? Außerhalb. Außerhalb. Etwas außerhalb, auf einem Feld, auf einem Hügel, zur Bestrafung für ihre Taten. Also sie ist richtig in dem Pfahl gehängt drinnen. Und es ist schon, eigentlich ist auch sie ermordet worden. Stelle ich die Frage, die mir immer gestellt wird. Gibt es wirklich wirkliche Vampire? Ja. Okay, warum machen diese Energien es uns Skeptikern so schwer, an sie zu glauben? Warum kann es jetzt nicht einfach eine große Fledermaus da materialisieren und sagen, schaut's her, ich bin da? Oder? Dir ist dein Verstand im Wege. Nein, mir ist er nicht im Weg, ne? Danke. Ich sage, jeder Mensch hat seine Wahrheit, genauso wie ich meine Wahrheit habe, einfach meine Antworten auf viele Dinge. Genauso hat halt der Universitätsprofessor halt seine Antwort. Und das ist okay für mich. Nein, ich muss damit nicht mit mir kämpfen. Ich sage, das ist die Grenze. Das ist Glaube ist was anderes als Wissen. Und Kommunikation mit dem Jenseits ist eine Frage des Glaubens. Also ich finde die Kontroverse, die zwei Herrschaften da machen, sehr interessant. Ne? Einer Seite übernatürlich. Beim anderen sehr realitätsnah und antwortensuchend vielleicht. Was denn, ob ich das richtig so formuliere? Naja, schwierig. Das ist wirklich Wissenschaft auf Übernatürliches. Ich suche die Antworten im Diesseits. Aber ich sage, also ich vergleiche das jetzt. Also ich könnte jetzt befürchten, dass die Leute sagen, oje, der Köppel, das ist kein richtiger Wissenschaftler. Weil der war mit diesem Medium auf einer Burg in der Nacht. Und meine Antwort ist, sage ich, ich habe schon viele Physiker und Geographen und Mathematiker gesehen, die am Sonntag in die Kirchen gehen. Da sage ich auch nicht, was, der betet jetzt da? Das kann doch kein richtiger Mathematiker oder Physiker sein. Für Petra beginnt nun ein wesentlicher Teil des Channelings. Sie bedankt sich noch durch unser gemeinsames Beisammensein hier. Hat sie heute die Möglichkeit, ins Licht zu gehen. Sie bietet den Seelen eine Art Geburtshilfe für Verstorbene, welche dadurch die Bindung an das Irdische auflösen können, um aufzusteigen. Alle Beteiligten müssen dafür bereit sein und die Seele durch Meditation ziehen lassen. Ja, ich würde sagen, ich bin schon. Aus meiner Sicht ist das Experiment schon für mich erfolgreich beendet. Und wenn du jetzt das Räucherstäbchen so weg hast, dass ich dich umarmen kann, dann wirst du gedrückt, weil du so brav bist. Ja. Das ist beeindruckend, total. Ja. Und warum war jetzt diese Umarmung?
Nein, weil ich finde, habe ich ja gesagt, ich finde das wunderbar, wenn sich jemand herstellt und sagt, gegen den Rationalisten, ja, gegen den Wissenschaftler, sagt, meine Wahrheit ist eine andere. Ich spüre jetzt ein Jenseits. Man zieht man sich ja nackt aus und sagt, ich mache das jetzt. Dann könnte man Angst haben, ich könnte ja auslachen. wo kann ich das messen, wo kann ich das zählen? Ich sage, ich finde das spannend, dass das jemand macht. Ich finde das beeindruckend. Tolle Geschichte gefallen. Und sie hat mir meinen Burgmeister genommen, der männlich ist. Der Burgverwalter scheint mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Ob es nun wirklich Vampire gibt oder diese lediglich in unseren Vorstellungen am Leben bleiben, wird auch die drei Teilnehmer weiterhin beschäftigen. Manche sogenannte Vampire würden in der heutigen Zeit eher als Serienmörder gelten.